So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein klassisches Case Opening, da hatte ich jetzt mal wieder Bock drauf. Ich habe mir 20 Spectrum Cases geholt und die Schlüssel dazu. Und ja, hab gedacht, ich mache mal wieder ein Video. Ich öffne ja im Regelfall immer, wenn wir ein MM machen, so ein paar Kisten pro MM. Und habe einmal die A1 gezogen, in Statra glaube ich sogar. Die war richtig gut was wert. Die Auto habe ich zweimal gezogen, ansonsten aber echt nur wieder blau und lila. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ich hole mir mal wieder einen Haufen. Vielleicht wird es mal wieder ein Case-Unboxing. Klassisches Video. Gab es jetzt schon lange nicht mehr auf meinem Kanal. Und dann sage ich, fangen wir einfach mal an. Und vielleicht lacken wir ja heute mal rein. Wer weiß. Die Skins feiere ich generell, besonders die AK, der M4A1-Skin, die USPS. Die AWP ist auch relativ geil. Die ist scheiße. Und jo, da ist direkt die Dezimator vorbei. Nice. At least eine lilane M249, eine Waffe, die ich nie spiele. Aber vielleicht können wir nachher noch im Trade-Up technisch noch was starten. Gerade kommt ja für relativ viel Arma 3 auf meinem Kanal wieder. Ich habe jetzt gedacht, so zwischendurch mal ein Case-Unboxing geht auf jeden Fall auch. Auch lila, nice. Counter-Strike-Videos habe ich jetzt relativ eingestellt, genauso wie die... Oh fuck, da war die AK, ich raste aus, ich krieg dafür die abgesägte Schrotflinte. Meine Güte, die AK wäre so geil gewesen. Alter Falter. Ja genau, also bei Smite und CS mache ich gerade so generell von den Matchmakings keine Videos mehr, weil da kam wenig bis gar keine Resonanz und... Ich sehe ja an den Views, an den Statistiken, entsprechend eben, was ihr sehen wollt. Und da war das immer relativ sehr schlecht. Und habe ich gedacht, okay, dann mache ich es halt auch nicht mehr. Weil es war immer relativ viel Arbeit. So ein Video ist jetzt weniger Arbeit. Oder die Gamble-Videos, was ich gemacht habe, ist auch wenig Arbeit. Aber das wolltet ihr halt sehen. Und von dem her mache ich mir dann halt da auch die Arbeit nicht mehr. Schon wieder die Bloodspot vorbei. Ich raste aus, Mann. Will Gabe mich jetzt ficken oder was? Und wieder die abgesägte Schrotflinte, ist doch rigged. Alter Falter. Deswegen sage ich auch immer so in den Videos so, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, es gibt ja einen Grund, da war die AWP, nice. Dass ich das sage, gebt einen Daumen hoch. Dann weiß ich, okay, das wollt ihr sehen. Dementsprechend kann ich dann auch mir die Mühe machen und da Videos erstellen. Ansonsten halt eben nicht, wie ich es halt immer sage. Alter, zweimal rot. Ist es dem sein Scheiß ernst? Trollt der mich jetzt? Alter, ich habe noch nie so oft rot gesehen nacheinander. Und ich sehe gleich rot. Aber richtig. Meine Güte. Und dann wirst du mit so blauer Scheiße abgefertigt. Man sieht halt immer so die Videos. Klar, habe ich auch schon Videos hochgestellt. So, oh, ich habe die Kiste geöffnet und einen Knife gezogen. Aber ihr seht dann halt auch nicht im Hintergrund, wie viele Kisten ich da öffne. Eben in der Zeit, wo nichts passiert, weil da lade ich natürlich dann auch nichts hoch. Ja, das ist jetzt so typisches Case-Opening. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe immer so das Gefühl, man öffnet 100 Kisten und zieht nur Scheiße. Und die 101. Kiste wäre das Knife gewesen. Die zieht aber irgendjemand anders, der jetzt gerade eine Kiste bekommen hat und die eben geöffnet hat. Der kriegt dann das Knife. So mehr oder weniger, was jetzt einfach in der Reihe ist. Ich weiß, es ist natürlich gesponnen, sowas zu sagen, aber... Jo, ich habe ja auch schon zwei Knives hintereinander gezogen, da habe ich auf jeden Fall ein Video hochgestellt. Deswegen will ich mich jetzt mal nicht ganz so krass beschweren, aber hier ihr seht, das ist so die typisches Case-Opening. Und ja, danach bin ich auf jeden Fall wahrscheinlich... Erstens mal nicht froh, dass ich es gemacht habe, weil ich das Geld rausgehauen habe. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht 30, 40 Kisten geöffnet habe, sondern nur 20. Weil ich glaube... Alter, will der mich ver... Zweimal wieder! Was ist denn das? Seht ihr das? Es kommt nur rot die ganze Zeit und ich krieg scheiß blau. Meine Güte. Ich flipp aus. Das ist so, der will locken. So, komm, hier ist es rot. Der hol's dir. Öffne noch 2000 Kisten, dann kriegst du eins. Die USP in Field Tested. The Battle Scarred. Hier vier Kisten noch und es ist so abgefuckt. Du siehst die scheiß roten Scheiße vorbeifliegen. Pink und kriegst nur blau. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Ripple.
Ah, GG. Es ist doch zum Aus der Haut fahren. Nichts kriegt man, nichts. Letzten zwei Kisten. Man denkt sich dann so, man kommt noch auf der letzten Kiste was, aber im meisten Fall ist es halt so, wie es ist. Und es kommt halt was. Ja, ein blaues Item. Last but not least. Blau, 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 blau. Jo, GG. Was soll man dazu sagen? Guckt es euch an. Wir machen jetzt noch ein Trade-Up. Ja, das ist die Scheiße eh nix. Last Dive. Da bekommst du natürlich auch immer nur so das Schlechteste, was eben geht. Reicht nicht mehr. Jo, nice Video. Rot, ganze Zeit vorbeigeflogen, aber nicht bekommen. Gebt einen Daumen hoch oder eben halt nicht. Ciao.